Ja, eine Frage, die uns erreicht hat: Kann man der Bibel wirklich vertrauen? Astrologen, Wahrsager und sogenannte Pseudopropheten behaupten, die Zukunft zu kennen. Doch meistens legen sie sich nicht fest. Ihre Orakel sind oft zweideutig und verschwommen. Sie treffen so oder so ein und deshalb kann niemand später überprüfen, ob diese Menschen recht hatten und wirklich die Zukunft voraussagen konnten. Im Mittelalter verschlüsselten sogenannte Spökenkieker und Propheten, wie zum Beispiel Nostradamus, mit Bildern und Symbolen, ohne diese zu erklären, ihre Prophezeiungen. Und mit ein wenig Fantasie konnte man sie auf völlig unterschiedliche Ereignisse anwenden. Der Prophet hatte damit immer recht. Nun behauptet die Bibel, und viele Christen und Gläubige sagen, die Bibel hat recht, weil sie viele Prophezeiungen enthält, die Offenbarung Gottes zu sein. Wenn das stimmt, dann muss sie Wahrheiten enthalten, die eindeutig sind. Eindeutiger als das andere. Und die Menschen sich nicht ausgedacht haben können, sondern tatsächlich von Gott kommen. Und tatsächlich enthält sie Aussagen über die Zukunft, die keine Spekulationen sind. Wir finden in der Bibel Hunderte von Prophezeiungen, die historisch nachgeprüft werden können. Sie können Geschichtsbücher daneben legen. Und die meisten davon haben sich schon erfüllt. Die restlichen Prophezeiungen liegen noch in der Zukunft. Sie alle geben uns die Sicherheit, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist und dass Gott durch sie zu uns spricht. Manche Prophezeiungen der Bibel waren zeitweise Zielscheibe, sogar von Spott und Unglauben, von Wissenschaftlern sogar. Sie berichten nämlich vom Untergang bedeutender Städte und Reiche der Antike. Die Existenz einiger Städte war viele, viele Jahre, über Jahrhunderte sogar angezweifelt worden, weil man von ihnen nie etwas gefunden hat. Doch als dann die Ausgrabungen im 18. und 19. Jahrhundert schließlich in der Archäologie Städte und Länder hervorbrachten, verstummten die Zweifler. Die Bibel ist ein historisch zuverlässiges Buch, dessen Genauigkeit auch die Fachwelt heute in Staunen versetzt. Diese Prophezeiungen stellen für Gottesleugner eine richtige Herausforderung dar. Könnten sie die Voraussagen widerlegen oder ihr Eintreffen verhindern, hätten sie eine Trumpfkarte gegen die Vertrauenswürdigkeit der Bibel in der Hand. Tatsächlich versuchte ein römischer Kaiser aus diesem Grund, eine Prophezeiung zu vereiteln. Lassen Sie mich nochmal die kurz schildern. Der Prophet Daniel kündigte im Jahr 538 vor Christus die Zerstörung des zweiten jüdischen Tempels an, als dieser noch gar nicht errichtet worden war. Und außerdem prophezeite er, dass der Tempel bis zum Ende der Welt verwüstet bleiben wird. Jesus griff diese Prophezeiungen auf, diese Daniel-Prophezeiung, und bestätigte ihre Richtigkeit. Sie können das nachlesen in Matthäus Kapitel 23, dort Vers 38 und 24 von Vers 1 an. Tatsächlich zerstörten die Römer 70 nach Christus bei der Eroberung Jerusalems auch das Tempelgebäude. Im Jahr 135 nach Christus schlugen sie den Aufstand des jüdischen Freiheitskämpfers Bar Kochba nieder. Und danach pflügten die Römer sogar den Tempelplatz und verunreinigten ihn durch Schweineopfer. Bis dahin hatte sich Daniels und Jesu Prophezeiung exakt erfüllt. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Es war das Jahr 361 nach Christus, als der römische Kaiser Julian die Herrschaft im Römischen Reich übernahm. Und er war ein überzeugter Heide und bekämpfte das Christentum wie viele seiner Vorgänger bis aufs Blut. Und deren Verbote des christlichen Glaubens und Verfolgungen waren jedoch erfolglos geblieben. Und deshalb wollte Julian den christlichen Glauben mit Vernunftsgründen widerlegen. Und er stieß dabei auf die von Christus bestätigte Prophezeiung Daniels. Und hier sah er die Möglichkeit, Altes und Neues Testament
gleichzeitig zu entkräften. Kaiser Julian gab deshalb den Befehl, den jüdischen Tempel wieder aufzubauen und stellte sogar die nötigen Mittel zur Verfügung. Und außerdem rief er die Juden auf, ihn zu unterstützen. Sein Vorhaben scheiterte jedoch. Die Geschichtsschreibung berichtet, dass Erdbeben, Feuersbrünste den Tempelplatz erneut verwüsteten. Juden und Römer flohen entsetzt und bezeichneten diesen Ort als verflucht. Kaiser Julian hatte versucht, eine Prophezeiung der Bibel zu widerlegen, aber er scheiterte kläglich. Auf seinem Totenbett gestand er: So hast du doch gesiegt, Galiläa. Gott teilte uns also durch die Propheten der Bibel mit, was er sich vorgenommen hat. Auch wenn er Menschen benutzt, um uns seinen Willen und seine Pläne mitzuteilen, ist sein Wort vertrauenswürdig. Was er beschlossen hat, das geschieht. Die Prophetie gibt uns Sicherheit, dass Gott durch die Schreiber der Bibel zu uns spricht. Ich vertraue ihm mehr und mehr durch sein Wort.